Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Tomb Raider-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute geht es natürlich weiter mit dem aktuellen Let's Play. Ich sehe hier, Marktplatz blinkt auf. Ich habe mir gedacht, da gucken wir mal gemeinsam rein. Und es gibt anscheinend zwei Geschenke für mich. Das wusste ich gar nicht. Es gibt eine Kampagnenauszeichnung. Wird was das Entkommen aus dem Gulag gewährt? Dankeschön. Was mag das sein? Ist das zufallsgeneriert? Neue Karten freigeschaltet. Das Jägerpack. Alle Karten umdrehen? Nee, wir drehen eine Karte um. Endlos Magazin. Sofortiges Nachladen bei leerem Waffenmagazin. Toll! Jagdgespür. Die Zeit verlangsamt sich, wenn der Bogen durchgespannt ist. Auch sehr schön. Das ist sehr schön. Leere Magazine. Sie starten ohne Munition. What? Verbliebenen Jacke, Abenteurer, gewährt die verbliebenen Jacke und den ersten Rang der Jägerkämpfer und überlebender Fähigkeitsbäume. Okay. Warum hat diese Karte jetzt hier plus 100%? Das gibt dann 100% mehr Punkte, weil man mit einem leeren Magazin startet, ja? Und das 20% weniger Erfahrungspunkte oder sowas. Bogenscharfschütze, keine Bogenfähigkeiten, aber der Bogen besitzt einen besseren Zoom und richtet mehr Schaden an. Okay. Ja, wir haben das Jägerpack freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Und ich sehe gerade, ich habe oben 18.000 Credits. Und ich könnte die auch verkaufen. Was immer man dann damit macht. So, wo ist mein zweites Geschenk? €1,99. Nee, nix hier, meine Freunde. Geschenke. Kampagnenauszeichnung wird für das Erlegen des Bären in der sibirischen Wildnis gewährt. Okay, was kommt da jetzt? Tada! Überlebender Pack. Alle Karten umdrehen. Zack! Sanitäter, Expeditionsjacke, Halbvampir, Nahkampfkills erneuern, augenblicklich die Gesundheit. Erste Hilfe und Adrenalin. Karten verkaufen? Nö, keine Ahnung. Was gibt's denn noch so? Add-ons. Widerstand der verbliebenen Vorbestellungspack? Season Pass gibt's schon für 30 Euro. Ach so ist das also. Und man kann Herausforderungspack Wildpack kaufen. Und irgendwelche Bronze-Packs, Silberpads. Ja, keine Ahnung, wer das nötig hat, soll das gerne machen. Wir machen das jetzt mal nicht. Wir gehen nämlich einfach mal auf Fortfahren. Jetzt vielleicht eins direkt mal vorweg. Eine Schwierigkeit. Jacob suchen. Ich bin aus der Trinity-Anlage entkommen, aber ich wäre ertrunken, wenn Jacob nicht da gewesen wäre. Blablabla. Und dann habt ihr vielleicht die letzten beiden Videos gesehen. Da war ein 5-Minuten-Upload dabei, den ich hochgejagt habe, weil ich habe zu spät gemerkt, dass ich das eigentlich mit dem nächsten Part zusammenschneiden wollte. Dann habe ich gedacht, naja, wer Fan ist, kann auch mal einen 5-Minuten-Part reinschauen. Und dann habe ich ja unmittelbar danach auch den nächsten Let's Play-Part rausgehauen, sodass man das in einem Zug weitergucken konnte, sodass man im Grunde genommen 25 Minuten oder mehr hatte, wenn man die hintereinander weggeguckt hat. Jetzt ist mir da ja zweimal die Xbox eingefroren mit dem Spiel. Ich hoffe, dass es heute jetzt nicht wieder passiert. Ansonsten hätte ich jetzt nur die Möglichkeit, einfach mal das Spiel von der Festplatte zu löschen und das erneut zu installieren. Also ich habe jetzt keinen Grund gefunden, warum das eingefroren sein sollte, weil die Xbox kann eigentlich hier nicht überhitzen. Die steht halt frei im Raum, auch wenn es hier ein bisschen warm ist oder so. Aber es gibt halt eigentlich keinen Grund, dass das Spiel eingefroren ist. Relativ lange Ladezeit könnt ihr sehen. Aber jetzt geht's weiter und drückt mal bitte jetzt den Daumen nach oben. Den Daumen nach oben drücken hilft ganz einfach, dass hier nichts einfriert. Wann kann ich jetzt diese Karten einsetzen, frage ich mich im Übrigen gerade. Kann ich jetzt irgendwo diese Karten einsetzen? Dokumente? Relikte? Ressourcen? Sowjetanlage. So, was wollen wir jetzt überhaupt heute machen? Was wollen wir überhaupt heute machen? Was ist unser Ziel? Die Pechvögel, retten Sie verbliebene Gefangene. Da sind wir anscheinend bei. Ich musste mich gerade mal ein bisschen orientieren, Entschuldigung dafür. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das machen können. Oder? Was meint ihr? Das geht vermutlich. Hier kann man ja nicht. Ach doch, da konnte man hier über den Felsen, oder? Haben wir das nicht im letzten Video gesehen? Haben wir das nicht im letzten Video gesehen? Entschuldigt dafür, das ist immer für mich ein bisschen schwierig, wenn ich mehrere Spiele durcheinander let's play. Das ist natürlich für euch blöd, falls ihr das in unmittelbarer Reihenfolge jetzt geguckt habt und nicht wie ich einfach einen Tag Pause dazwischen hattet. Oh. Ups. Oh Gott, wie behindert das ist, ey. Jetzt habe ich fast 5 Minuten damit verbracht, nichts zu machen und dann in den Tod zu springen, ey. Wie bescheuert das ist. Warum ist die auch nicht an das Seil gesprungen? Das war nicht meine Schuld.
Ist eigentlich die Folge schon online, wo ich das Eichhörnchen erschossen habe? Ich hatte in der letzten Folge, hatte ich glaube ich alles voll von Munition, oder? Deshalb bin ich jetzt auch beim ersten Mal dran vorbeigelaufen. Ich mache jetzt mal langsam, so. Habt ihr eigentlich gelesen, dass das Spiel so schlecht verkauft wurde jetzt, weil es vielleicht nur für die Xbox war? So, wieso springt sie jetzt nicht da dran? Komm her, spring da dran. Na geht doch, Mädel! Na! So, wo ich mal hier dran hüpfen können. So, und zwar sind die Verkaufszahlen irgendwie echt nur ein Drittel von denen, die sie im letzten, mit dem letzten Tomb Raider im Startmonat gemacht haben. Wie ich finde, vollkommen zu Unrecht, denn es ist das mega geilste Spiel im Moment überhaupt. Und ich finde, ich sage das jetzt nicht, weil ich das Let's Playe, weil ich könnte ja auch jedes andere Spiel Let's Playen und ich habe ja auch noch Call of Duty und Star Wars Battlefront und was man sonst noch alles so spielen kann. Aber ich finde, mit Recht und Zurecht ist das hier, das haben wir schon gesehen, oder? Ist das hier momentan mein absolutes Lieblingsspiel. Weil es sich einfach so... Das ist so ein Game, das unterhält dich, ja? Man kann hier alles sammeln, alles suchen. Man muss ja nicht diesen Sinn einsuchen, wenn man sagt, mir ist das zu einfach oder wie auch immer. Also, ich finde, das unterhält einfach so mega gut. Das würde ich auch privat für mich spielen, ja? Also so, das habe ich ja relativ selten, dass ich mal Games wirklich privat spiele. Das einzige Game, was ich in... Wow! Das einzigste Game, was ich in letzter Zeit auch wirklich mal privat gespielt habe, und das sind dann meistens Multiplayer, war dann wirklich relativ viel Rainbow Six in allen Belangen. Ja, dass ich da einfach besser werden wollte und da so ein bisschen so den Anreiz hatte, das zu machen. Und, aber ansonsten... So, spring darüber, Lara. Komm! Ja, geht doch! Aber ansonsten ist das eher selten mal der Fall. So, und das hier wäre wirklich so, das kannst du dich abends hier hinsetzen... Denkst du mir, ich zock mal eine Runde. Das haben wir doch schon gespielt. Bin ich aber gestorben? Oder warum lässt mich das Spiel? Ich habe den letzten Speicherpunkt gewählt. Ihr wart mit dabei. Ah! Hätte ich Doppelsprung machen müssen. Verdammt. Das habe ich, glaube ich, im ersten Video besser gelöst. Warum hat er mir... Oder vielleicht hat er das nicht... Vielleicht hat er das nicht gemacht wegen... wegen, weil die Box eingefroren ist. Könnte das sein? Achtung, Headshot. Bewegt den Kopf nicht weg. Tja. Wo komme ich eigentlich hier hin, wenn ich hier ein Seil irgendwo hinschieße? Wo ist denn hier der nächste Punkt? Keine Ahnung. Oder von hier nach oben? Nö, auch nicht, oder? Dass wir hier irgendwas übersehen haben, wo wir vielleicht irgendwie einen geheimen Pfeil hinschießen könnten? Nee, ne? Und... Headshot. Und da habe ich hier irgendwo aufgehört und Tschüss gesagt und hier ist die Box angefroren. Das könnte auch sein, ne? Ich glaube genau. Also dieses Fenster bin ich auf keinen Fall gegangen. Ey, Typ! Mein Fuß steckt in dem Typ! Zombie-Modus aktiviert. War hier noch irgendwas zu finden oder zu suchen oder so? Nö. Sieht mir nicht so aus. Ach, da sitzt einer, guck mal. Bist du erfroren oder was? Bist du eine Leiche? Sorry, Sir. Ja, danke schön dafür. Geheimnis entdeckt haben wir jetzt gerade. Und zwar haben wir hier ein Geheimnis entdeckt. Und zwar ist das da. Los, komm. Entdecke es. Es ist Kohle, oder? Give me the money. Was haltet ihr eigentlich jetzt so von ihrem Outfit, was sie gerade trägt? Außer, dass der Gürtel sich da gerade quasi in ihren Rücken hineinschiebt. Findet ihr das cool oder hättet ihr lieber ein anderes Outfit? Im Moment habe ich ja nicht so viele Folgen online. Das ist wirklich, wenn ihr die morgen seht, dann habe ich das wirklich einen Tag vorher gespielt. Also ich bin im Moment genauso weit wie das, was ihr seht. Das ist ja sonst eher selten der Fall. Das sieht mir zumindest sinnvoll aus, dass wir das hier machen. Okay, hier gibt's Infos. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl.
Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Okay, wir sind bereit. Wir sind bereit. Was waren das denn? So süße Hoppelhäschen gerade? Könnt ihr froh sein, dass ich nicht wieder erschossen habe, oder? Okay, süße Hoppelhäschen gehen nach da. Was ist das hier? Ist das eine Scheibe oder kann ich da durchklettern? Kann ich durchklettern? Hätte ja auch jetzt mal sein können, dass ich über die Scheibe springe. Was ist das hier? Kann ich das hacken oder so? Nee. Kann ich das hier schießen? Kann ich, bringt aber anscheinend nichts. Ja, eine Kiste. Sonst noch was? Und hier noch ein Schrank, ne? Ist das jetzt nebenan mit den Haken nur Dekus oder kann ich da auch noch weiter? Erfahrungspunkte, okay. Das scheint mir aber jetzt nichts zu sein, oder? Ne, ich glaube nicht. Ich gehe mal noch in den Raum hier. Da liegen auf jeden Fall Pfeile. Aber ansonsten glaube ich kein Geheimnis. Ich kann hier hoch. Was denn noch mehr? Dann nehmen wir doch mit. Mensch, Lara, was ist denn da los mit dir? Okay, wo? Von wo wäre ich sonst gekommen? Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Oh, ich habe eine Lampe. Schön, wenn man sich so unauffällig hier verhält. Direkt mal so eine Lampe in der Hand nimmt, dass einen jeder sieht. Warum schieße ich nicht direkt mit so einer Signalfackel oder sowas in die Luft? Ich habe so das blöde Gefühl, ich habe gerade irgendwie eine Menge verpasst, weil ich da durchgelatscht bin. Nimm das auf. Nimm das auf, da liegt doch was hier. Da, du siehst es doch. Oh Mann, Mädel, ey. Die Mission ist direkt neben uns, aber da ist auch ein Relikt. Wir wollen das Relikt. So, wo ist das Relikt? Da drüben. Ach, im Raum nebenan, oder was? Jetzt habe ich die Lampe wieder weggeworfen. Aha, okay. Wo denn? War ich hier nicht vorhin drin? Habe ich das echt übersehen, dass hier eine Kiste steht? Die wurde gar nicht angezeigt, oder? Wow, eifriger Lerner. Ein Gulag-Ausweis von einem Gefangenen. Ja, naja, toll. Fand ich jetzt ja nicht so spannend. So, wir gehen jetzt nochmal hierher. Ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte das Gefühl, was verpasst zu haben. Da ging es doch hier durch, wo die Kaninchen hergelaufen sind. Oder sind das Riesenratten? Oder waren das Katzen? Man weiß es nicht. Ach, ihr seid Ratten? Ihr hübelt aber so ganz süß wie so Kaninchen, muss ich sagen. Warum kann ich hier nicht hoch? Ich bin echt eine schlechte Lara Croft. Und warum sollte ich jetzt hier Fackeln werfen, frage ich mich gerade. Warum sollte ich hier Fackeln werfen können? Ist das nur mal so zum Üben, oder was? Oder ist hier irgendwie, Bringt ja jetzt auch nichts, wenn wir hier Fackeln werfen, oder? Hm. Also es wird ja eigentlich echt alles gehighlightet und hier wird jetzt nichts gehighlightet, also, Das ist vielleicht wirklich nur zum Üben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ihr wisst schon wieder besser. Die
Ratten leuchten so ein bisschen. Die haben so eine Eigendynamik, ne? Die wurden nicht vom Beleuchtungssystem erfasst, hatte ich gerade das Gefühl. So. So, das sieht mir hier wieder richtiger aus. So, wir sind eigentlich genau am Missionspunkt. Wahrscheinlich passiert irgendwas, wenn wir da rausgehen oder so, ne? Können wir irgendwo hoch? Munition. Was mache ich denn mit dem Funkgerät? Mit Objekten ablenken. Ablenkungsobjekte können eine Reihe von Feinden anlocken. Sollen wir das mal machen? Sollen wir das Ding in die Luft sprengen? Und dann kommen da irgendwie ganz viele Leute oder was? Hä? Ich hab's kaputt gemacht. Was muss ich drücken? Muss ich irgendwie X drücken oder so? Ah ne. Ich hab gedacht, das lässt jetzt irgendwas explodieren oder so. Kommt kein Schwein. Warum kommt hier kein Schwein? Was muss ich machen? Da ist die Mission. Hier ist doch nichts, ey. Bin ich bekloppt oder was? Bin ich bekloppt? Warum leuchtet das hier so rot, frage ich mich. Ist es hier? Nee. Ist eigentlich eher so da, ne? Da drüben ist es. Nee, was da angezeigt wird, ist ja das Ziel hier. Das ist eigentlich unmittelbar neben mir. Kommt mir so vor, als hätte ich irgendwas übersehen. Jetzt bin ich genau drauf. Here I am. Aber hier ist irgendwie nichts. So, ich gehe mal weiter. Keine Ahnung. Ich hatte jetzt, das ist ja auch so ein Raum, der so prädestiniert ist für 1000 Gegner hier, oder? Kommt mir halt auch schon so vor, als wenn wir den schon durchgespielt hätten. Hab ich schon. Kann ich nie aufmachen. So, meine Freunde, ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Ich laufe hier durch diese leere Anlage, wo ich überall schon war. Bin jetzt wieder an meinem Basislager angekommen. Und, ja. Gute Frage, nächste Frage. Mission. Die Pechvögel, retten Sie die Familie, finden und befreien Sie die Gefangenen. Ja, vermutlich sind die dann noch irgendwo versteckt oder das Spiel hat die jetzt nicht geladen. Nach dem letzten Freeze halte ich das jetzt auch nicht für so unmöglich, muss ich jetzt gestehen. Das Wandgemälde habe ich auch immer noch nicht gesehen. Ja. Ich weiß es nicht, wenn ihr Bock habt, bleibt halt noch einen Moment mit dran. Ich gehe jetzt nochmal rein, gucken Richtung Wandgemälde. Gucken, ob ich das wenigstens irgendwie ergattern kann. Ansonsten war das hier ein bisschen so eine Folge, die ohne Sinn und Zweck dahergekommen ist. Das habe ich auch schon alles gelesen, oder? Noch mehr Sowjetpropaganda. Nee, das habe ich übersehen anscheinend. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Aha, Russisch gelernt. Sehr schön. Ah, wisst ihr, was hier auch passiert? Das brennt 100 Pro hier. Moment. Nur mal so Gameplay-Check. Der Gameplay-Check mit Sirius. Aha, wusste ich doch. Warum leuchtet das hier so rot? Das finde ich auch sehr ungewöhnlich. Und das.
Und das, was hat noch rot geleuchtet? Das Funkgerät hat ja auch irgendwie rot geleuchtet. Warum? Warum, warum, warum? Warum, warum, warum? Warum? Wir checken das jetzt mal. Na toll. Ich hab's echt drauf. Ah, da unten. Guck mal, habt ihr das gerade gesehen? Da werden Gefangene angezeigt. Das ist mir vorhin echt nicht aufgefallen. Entschuldigung dafür. Ihr habt das alle gesehen, oder? Das hier im Funkgerät. Na, das ist ja echt nur so ein Ablenkungsgedöns, oder? So, ich weiß jetzt nicht, das war jetzt so eine Folge ein bisschen sinnlos heute, muss ich jetzt selber gestehen. Weil ich natürlich jetzt irgendwie zu keinem weiteren Ergebnis gekommen bin. Aber ich arbeite hier dran. Und dann arbeite ich halt in der nächsten Folge weiter daran. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr natürlich gerne wieder reinschalten. Da seid ihr recht herzlich willkommen zu. Ansonsten sage ich einfach an der Stelle jetzt mal hier... Wie komme ich da runter? Oh mein Gott. Ansonsten sage ich an dieser Stelle mal, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.